Hi, ich bin Stefan Oskamp. Ich komme aus dem schönen Münsterland, aus Lahr. Und ich bewirtschafte hier einen 220er Kuhbetrieb. Und ich möchte euch heute was zu den Kuhrassen erzählen. Hier vorne, die erste Kuh, das ist eine Fleckvieh. Sie ist eine etwas korpulentere Kuh, hat etwas weniger Milch, hat aber bessere Klauen und kann dadurch vielleicht ein, zwei Kälbchen länger machen. Mehr geben. Daneben haben wir eine typische rotbunte Kuh, die typisch fürs Münsterland ist und die wir hier eigentlich auch vermehrt drin haben, geben mehr Milch als die Fleckvieh und haben weniger Fett und Eiweiß in der Milch wie die Fleckvieh. Daneben haben wir eine schwarzbunte, auch eine typische Münsterländer Kuh. Hat noch mehr Milch als die rotbunte, aber eventuell weniger Inhaltsstoffe, das heißt weniger Fett und Eiweiß. Dann zwei Kühe weiter, da haben wir eine Braunviehkuh, die gekreuzt worden ist mit einer rotbunten Kuh, hat bessere Klauen, kann zwei, drei Kälber mehr geben, hat aber ein bisschen weniger Milch, aber dafür mehr Inhaltsstoffe an Fett. So, jetzt haben wir hier eine reine Braunvieh, die eigentlich typisch für Allgäuer unten in Bayern so bekannt ist. Haben wir hier im Stall, weil sie etwas weniger Milch vorgibt, aber dafür 3, 4, 5 Kälbchen mehr machen kann, wenn nicht irgendwas mit der Kuh passiert. Und die machen einfach ganz viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Und daneben haben wir eine Jersey. Also die kommen von den Jersey-Inseln aus England. Geben weniger Milch, sind auch viel, viel kleiner als die normalen Kühe. Und haben aber dafür enorm hohe Inhaltsstoffe. Das heißt, dass sie bis zu 1,5 bis 2% mehr Fett und Eiweiß produzieren als die anderen normalen Kühe. Und das Schöne ist hier, dass wir eine große Mischung haben in der Herde und das macht unsere Milchqualität aus.